Die Entdeckung der Mangofrucht. Einst war der Herr der Götter, der im Himmel wohnt, sehr krank. Seine Götterfreunde, die vielen, bemitleideten ihn. Daher zogen sie miteinander aus, um im Walde heilende Früchte zu sammeln. In der Vorzeit nämlich glaubte man, dass die Früchte des Waldes, wenn man sie nahm, auspresste und ihren Saft trank, Heilkräfte entwickelten, die alle Krankheiten heilen konnten. Darum also gingen die Götter Früchte sammeln. Allerlei Beeren und Obst brachten sie mit, Zitronen zum Beispiel und Limonen, auch Melonen, Apfelsinen, Bananen. Sie pressten sie aus und boten dem Götterherrn das Fruchtwasser zum Trunk. Er nahm es an, aber als er es getrunken hatte, da besserte sich sein Leiden nicht, sondern er sank noch tiefer in seine Kissen. Eines Nachts, als der Götterherr schlief, hatte er einen Traum. Ein Fremder trat zu ihm und sprach: Fern im Schneewalde, Himapan, wächst eine Frucht. Sie hängt an einem großen Baum, ganz umhüllt von dichtestem Blattwerk. Auf diesen einen Baum inmitten des weiten und breiten Waldes kommt es an. Der Baum trägt eine einzige Frucht. Diese Frucht gilt es herbeizuschaffen. Die Götterdiener sollen sie suchen, pflücken und auspressen. Wer ihren Saft trinkt, dessen Schmerzen lösen sich auf und verschwinden. Soweit hatte der Fremde gesprochen, als der Herr der Götter erwachte. Der Morgen kam und er rief die Götter herbei. Sie sollten sogleich aufbrechen, um die wundersame Frucht zu suchen, von der er geträumt. Die Götter durchschwärmten den Wald Himapan in alle Richtungen, kreuz und quer. Als sie die Frucht glücklich gefunden hatten, brachten sie sie heim, pressten sie aus und gaben sie ihrem Herrn, dem Saft, zu trinken. Sofort verflogen seine Schmerzen und seine Freude war groß. Daher gab er der wundertätigen Frucht seinen Segen. Du sollst ewig wohnen in dieser Welt und mit deiner Kraft dienen den Bewohnern der Hütten, die dein Fleisch essen und dein Saft trinken. Als die Götter ihm seine Frucht nahmen, erschrak der Baum bis in sein Mark. Wie eine Mutter weint, der ja jemand ihr Kind entrissen, so traurig war der Baum und konnte seinen Kummer nimmermehr verschwinden. Viele hundert Jahre vergingen. Da brachte der Baum noch einmal eine Frucht hervor und es blieb auch diesmal die einzige. Nun war der Baum schon uralt und nahe am Tode. Die Frucht merkte, wie es um den Baum stand und dachte, wenn der Baum stirbt, so nimmt er mich mit in den Tod, denn es ist dann niemand mehr da, an dem ich mich klammern könnte. Darum ist es besser, ich lasse meinen Kern aus mir hinausgleiten, hinab auf die Erde. Dort mag er Wurzeln schlagen und einen neuen Baum emportreiben. Gerade wollte die Frucht den Stein aus ihrem Schoß hinauspressen, denn es war die Zeit ihrer Reife gekommen. Da bemerkte der Herr der Götter, was geschah. Er erkannte, dass die Frucht im Begriff war, ihren Stein herauszuwerfen. Weggeworfen aber hätte der Stein nicht leben können, und dann wäre für kranke Menschen keine Hoffnung mehr geblieben. Darum rief der Gott über die Erde hin: Ja, Ruang, fall nicht! Denn der Fruchtstein hielt sich kaum noch im Munde der Frucht fest. Die Menschen verstanden den Ruf des Gottes als Ma Muang, und darum heißt die Frucht Mangofrucht, bis heute Ma Muang.